Die Leute diskutieren A gegen B, immer ganz sehr native, also praktisch. Und es gibt nie ein aufeinander zubewegen oder dass einer mal was klärt. Dass man zwischendurch mal einen Strich drunter macht und sagt, bis jetzt ist das ist Konsens, also das ist geklärt. Also Snowden ist jetzt nicht von Putin gekauft oder weiß ich was. Irgendwas, das nicht wieder behauptet wird. Und praktisch durch diese Offenheit des Internets wird alles nochmal neu aufgerissen. Also praktisch bei jeder Diskussion, also irgendwas, was immer es ist, in Stadion 30 wird wieder das Stadion 1, kommen wieder Leute und sagen, du bist blöd, wir wissen, dass es immer so ist. Und da fängt man die Diskussion immer wieder bei Adam und Eva an. Kommt nicht von Stadium zu Stadium. Und das macht es sehr schwierig, glaube ich. Und deswegen wird es immer wieder neu aufgerührt und man kommt zu nichts. Sehr viele Dinge greifen gleichzeitig dazu. Also, dass man eigentlich keine tiefen Diskussionen mehr haben kann, weil das Aktuelle alles überdeckt. Ich kann auch kein Thema mehr so über Wochen diskutieren in der Bevölkerung, dass ich irgendwie zu einem gewissen Schluss komme, sondern nach 3 Tagen kommt wieder eine andere Meldung. Ja, also wenn jetzt diese Flüchtlingsproblematik in Deutschland sehr kneift oder das wird völlig dramatisiert und dann kommt irgendwie Brexit, dann ist eben Brexit dran. Dann wechselt die Aufmerksamkeit so relativ zu irgendwas anderem und die Leute, die sich damit beschäftigen, sind dann jetzt wieder raus aus der ganzen Geschichte. Viele Contents oder Blogs, die ich kenne, die drücken so einen gewissen Weltschmerz aus, dass es jetzt alles so schwierig geworden ist mit Trump oder so. Das ist nicht der Punkt, was ihnen den Respekt verschafft. Man muss jetzt irgendwo Wirkung erzielen. Also ich kenne das von der Innovation. Es gibt der große Unterschied ist zwischen Erfindung und Innovation. Also ich kann irgendwie eine gute Idee haben, ich muss sie aber auch umsetzen. Und die meisten sind schon stolz auf die Erfindung, also ja, oder dass sie einen aufrechten Sinn haben oder dass sie jetzt alles über Veganertum wissen oder alles über, weiß ich, Brennnesselsud oder über irgendwelche Sterne oder sowas. Die müssen aber Wirkung in der Bevölkerung erzielen. Und dazu muss man eben auch diese Verantwortung wahrnehmen, dass ich jetzt auch rausgehe. Also es hilft nichts, irgendwie auf dem Einsiedlerpunkt zu stehen und zu sagen, ich weiß alles. Schwierig. Ein anderer Punkt ist, dass heute die Meldung oder das Kreative viel schriller und kurzfristiger ist. Also praktisch, man kommt schon in Vorteil, wenn man jetzt bei dem Wahlnacht mit Trump dann alle Minute sagt, der Wahlkreis ist jetzt an Hillary Clinton und der Wahlkreis ist an Trump und so immer zu hin und her. Und dann ist da gar kein intellektueller Content da, sondern das ist einfach nur aktuell. Also das ist im Grunde Roboter. Also das heißt, der Roboter kriegt die Zahlen rein und kommentiert jede Minute. Und dann hocken alle da vor den Zeit rein. Was ist jetzt mit dem German Wings Pilot? Ist es jetzt Absicht gewesen oder nicht? Oder was sagen wir da alle dazu? Was sagen die Nachbarn dazu? Und kommt alle 5 Minuten eine Meldung zu irgendeiner Sensation. Und echter Content dazu, der wird fast gar nicht mehr gebraucht. Also die kreativen Berufe müssen gar nicht kreativ sein, sondern dieses aktuelle draufhauen, alle 5 Minuten, das erschöpft einen dann einen Tag und am nächsten Tag könnte man was Vernünftiges dazu schreiben, aber dann interessiert es keinen mehr. Ich habe es ja miterlebt. Wenn man jetzt über neue Technologielinien spricht, dann ist es sehr schwer auseinanderzuhalten, ob jemand da irgendwie eine komische Idee hat oder ob ein Journalist für 400 Euro irgendwie totale Erfindung macht. Journalisten lieben es, irgendwie zu sagen, ich kriege eine Festplatte mit dem Abiturwissen ans Hirn geschweißt oder so solche Theorien, die sind irgendwie Blödsinn und die sind von der Forschung her ganz weit weg, also das ist sehr, sehr schwierig, also Computer können noch nicht mal normal Sprache verstehen oder sowas, also wir sind noch ganz weit weg von irgendwie so, dass die Roboter jetzt die Welt beherrschen, das finden sie ganz toll, weil man da, also ich bin ein bisschen böse jetzt, also weil man da ohne jedes Vorwissen drauf losschwadronieren kann und da werden einfach ganz viele Moden gezüchtet von jedem beliebigen. Ja, also zum Beispiel technisch reif wäre zum Beispiel der sprechende Kühlschrank, der immer Quark nachbestellt.
Es hat sich bis heute noch keinen Bedarf gezeigt für sowas, also es wollte keiner. Das ist aber eine Erfindung, die ist 20 Jahre alt und seit 20 Jahren reden sie vom sprechenden Kühlschrank. Seit 20 Jahren reden sie davon, dass die Waschmaschine mit Nachtstrom um 2 Uhr läuft. Und dann sage ich, Leute, ich stehe da, stellt euch das mal vor, also meine Frau kommt dann, die steckt dann die Wäsche irgendwie um 10 Uhr abends rein und dann wäscht die, weil das 1 Cent billiger ist, also 10% weniger Nachtstrom, ist von 27 Cent irgendwie auf 25 Cent irgendwie billiger. Also 2 Cent hat sie gespart und dann muss sie morgens zur Arbeit, kommt am Nachmittag um 3 von der Arbeit zurück und dann zieht sie die Wäsche zerknittert aus der Waschmaschine, dann tut sie die in Trockner, da wartet die bis 2 Uhr, dann trocknet es bis 3 und dann nächsten Tag, ja, wie die Leute sich das vorstellen. Und aber die Journalisten schreiben das unverdrossen, die sprechen eine Waschmaschine und weiß ich was alles, ja, diese ganzen Sachen. Und die sind nie zu Ende diskutiert. Also die Leute kommen immer wieder, 20 Jahre, man kann es immer geduldig widerlegen, das wollen sie, und da werden irgendwelche Moden dauernd hochgefahren. Und zwischen diesen ganzen Blumen dieser Sachen gibt es die wirklichen Trends. Ich habe versucht, die zu erklären. Also ich habe jetzt mein ganzes Leben lang nur Trends erklärt, wo man ökonomisch beweisen kann, quasi, dass das kommen muss. Ich sage jetzt nur deshalb, dass es bald selbstfahrende Autos gibt, weil es faktisch weniger als die Hälfte kostet, zum Beispiel. Ja, also selbstfahrende Taxis zu haben nur. Und dann kann man sagen, Leute, das muss kommen, weil es einfach die Hälfte kostet. Da kommen wir nicht dran, weil der Lauf der Welt so ist. Und diese ganzen anderen Moden sind Schnickschnack zum Teil. Und die Diskussion ist völlig verwelkt, weil alles Mögliche dauernd hochgefahren wird. Ja? Und man kommt nicht auf den Punkt so richtig. Und die Medienwelt ist so explodiert, dass alle immer zu durcheinander diskutieren. Man kommt im Diskurs nicht weiter. Also man könnte irgendwann sagen, wir haben jetzt das erkannt, nächste. Und wir kommen weiter. Ein Diskurs würde sich ja irgendwie mal einem Ziel nähern. Das tut er überhaupt nicht, weil alles durcheinander ist.